So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Folge seht ihr wahrscheinlich oben in meiner Modulliste das Amiibo-Symbol. Und was es damit auf sich hat, das wollen wir heute herausfinden. Denn ich habe jetzt tatsächlich sogar einen Zelda-Amiibo, wie es der Zufall will. Und zwar den Wolfslink mit Midna oben drauf von der Limited Edition von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Okay? Und ich habe das noch nie gemacht, wie das hier mit Amiibos funktioniert. Und deswegen gucken wir mal. Ich muss irgendwie das hier drücken. Nee, warte mal. Was ist der Kontaktpunkt gewesen? Der hier? Weird. Also eben gab es da ein Bild. Ich weiß aber nicht genau, wie das funktioniert. So? Oh! Oh, okay. Jetzt haben wir Wolfslink an unserer Seite. Und was macht er? Der kämpft mit uns. Kann das sein? Oh, ich glaube, der kämpft mit uns. Ja, gut. Ich muss gestehen, das ist ziemlich geil. Jetzt haben wir also Wolfslink hier an unserer Seite, der hier mit uns kämpfen wird, oder wie? Wo ist denn jetzt Wolfslink überhaupt? Der ist da oben. Der hat sogar so einen eigenen Wolfskopf oben auf der Karte. Seems good, Leute. Ja, seems good. Aber das war's. Mehr macht der Wolf jetzt nicht. Klar, der wird uns jetzt auch helfen und so, aber... Oh shit, ich fahr gleich runter. Ah, letztes Mal. Oh, Glück gehabt. Ach du lieber Gott. Wolfi, nicht treffen lassen. Was passiert denn zum Beispiel, wenn Wolfslink sich jetzt zum Beispiel treffen lässt? Passiert dann irgendwas mit dem Arm? Ich hoffe nicht. Das wäre natürlich super, super doof. Aber hier ist irgendjemand verstorben. Und zwar Chicken. Chicken, RIP! Die wurden über... ja, von den Steinen überrollt. Können einem ja schon fast leid tun. Gut, der Regen hier ist ein bisschen nervig, muss ich gestehen, weil dadurch werden natürlich unsere Klettereigenschaften ein klein wenig eingeschränkt. Wir rutschen des Öfteren mal ab, aber ja. Oh mein Gott, das soll kein Problem sein, oder? Was zum Teufel ist das jetzt hier? Ich komme da nicht mehr vorbei. Ich kann das auch nicht kaputt machen. Muss ich das vielleicht aufsprengen und ist dann der Wolfslink... Ne, der Wolfslink ist noch da, okay. Ah, das ist vielleicht nicht ganz so schlau. Nehmen wir doch lieber die Bomben. Die rollen wenigstens nicht weg. So, Wolfslink, komm mal mit. Das klappt nicht. Und jetzt? Kann ich da nicht lang oder... Ach, ich muss da rüber klettern. Ja, wie unnötig. Aber gut. Wenn es anders nicht geht, warum nicht? Wo ist denn jetzt Wolfslink? Kommt der überhaupt noch rüber? Ich glaube, der kommt jetzt gar nicht mehr rüber. Naja, lassen wir Wolfslink mal hier. Das war aber ein ziemlich kurzer Auftritt von ihm. Und was zum Teufel? Wie wollen wir jetzt gegen die kämpfen? Mit der Zora-Lanze natürlich. Meine Lieblingswaffe. Und zwar die Lanzen. Nämlich echt nice. So, Wolfslink. Zeig mal, was du drauf hast. Alter, der ist ja richtig OP. Ist der tot? Der ist schon tot. Ja, nice. Ich weiß nicht, soll ich den jetzt des Öfteren draußen behalten? Ich meine, anscheinend hilft der uns ja ziemlich krass. Und kann man mit denen noch irgendwas anderes machen? Hallo? Ja gut, okay. Die KI scheint nicht so schlau zu sein, wenn ich hier die ganze... Wolfslink. Ja, frag mich jetzt bitte nicht ab, Bro. Weil das ist jetzt nicht wirklich cool von dir, dass du dich hier jetzt einfach von den Dingern treffen lässt. Hallo? Der läuft in die Stacheln rein, ja? Wie so ein... ja, Doofkopf. Das gefällt mir nicht. Okay, die Kamera. Hallo, Kamera! Das liegt jetzt, glaube ich, an Wolfslink, das, weil der hinter mir ist. Das ist nicht ganz so nett. Ich wollte die jetzt nämlich hier draufklatschen lassen, auf den Stein. Oder auf die Kiste. Klappt das? Klappt, und da haben wir 2 in 1 geschafft. Haben zwar nicht so viele wichtige Dinge bekommen, aber immerhin. Bisschen was, ja? Okay, wir müssen bald in. Im Königreich der Zora angekommen sein. Sollte nicht mehr allzu lang dauern. Und. Oh. Oh. Schöne Pilze hier. Schleichlinge. Habe ich davon schon Fotos gemacht? Weil wenn nicht. Ich habe davon schon Fotos gemacht. Aber von den Leuchtsteinen, da habe ich noch kein Foto gemacht. Haha. Das kommt natürlich hier gleich in meine Liste. So. Natürlich werden wir die Leuchtsteine jetzt aber auch kaputt schlagen. Ja, kann ja sein, dass sich da irgendwas Wichtiges drin oder ja doch in den Steinen drin befindet. Ja, das sind nur Leuchtsteine. Aber egal, komm, wer weiß. Vielleicht werden wir davon früher oder später eine Menge gebrauchen. Und da hinten geht's halt weiter, ne?
Scheint so eine Art Abkürzung zu sein, wenn wir hier hinten lang gehen. Oder da drüben lang. Ja, das ist halt die Frage, ob wir das machen wollen oder nicht. Da sind auch ganz, ganz viele Leuchtsteine. Ich glaube, wir bleiben erstmal beim regulären Weg und können dann später hier nochmal vorbeischauen. Boah, ich komme hier kaum voran, ne? Merke ich gerade. Also hier ist das Königreich Ranel. Oh, shit, 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 shit. Oh, oh. Voicelink? Let's do this, bro. Ah, bam! Und bam! Und bam! Okay, der ist besiegt. Oh, und da ist noch ein blauer von denen. Okay. Wolfslink. I need you. Okay, und da ist halt der Bogenschütze noch ein Problem. Und oh mein Gott, der hat mich geklatscht. Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Das kann jetzt bei euch so bestimmt super verzögert sein, aber nein. Das habe ich leider zu spät bemerkt, dass er mich besiegt hat. Hatte ich nicht noch 3 Herzen oder so? Ich merke schon. Diese andersfarbigen Gegner, die sind tough. Ich habe natürlich auch noch 5 Zeichen der Bewährung, das heißt, wir könnten eigentlich schon wieder einen Wunsch äußern. Ich wollte damit aber eigentlich warten, bis wir in dem Dorf der Zora sind, weil, naja, dort werden wir ja wahrscheinlich früher oder später einen Wunsch äußern können. Okay, wie machen wir das jetzt? Okay, ich mache die mal aufmerksam auf mich. Ah, jetzt habe ich aber Voicelink nicht mehr auf meiner Seite. Das ist irgendwie uncool. Soll ich den nochmal rufen? Warum eigentlich nicht? Ich meine, es schadet ja nicht, Leute. Ne? Es schadet ja nicht. Kann ich ihn auch unendlich oft rufen? Okay, er hat immer noch nicht so viele Herzen. Ah, ich probiere das jetzt mal des Öfteren aus. Das gefällt mir irgendwie. Das hat was. Okay, kommt dran, Bros. Den locken wir jetzt nämlich safe raus. Damit wir den in einem One-on-One-Battle vernichten können, wenn es sein muss. Alter, der One-Shot in der uns, was soll die Kacke? Mann! Okay. Ich glaube, das ist das erste Mal seit langem, dass ich mich hier mal wieder. Ja, dass ich mal wieder was zu knabbern habe, ne? Vielleicht sollten wir doch den anderen Pass entlang gehen, weil der scheint mir ein bisschen hart zu sein. So hart ist es ja eigentlich nicht. Okay, komm. Noch einmal, ich weiß nicht. Ich glaube, den kann man nicht beliebig aufrufen. Ich habe irgendwie mal gelesen oder gehört, dass irgendjemand meinte, das geht nur zu bestimmten Zeiten. Ob das jetzt halt echt so ist, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Seid ihr eigentlich blöd? Komm her. Ja, Wolfsding, du darfst gerne auch mal was machen, ne? Nur, gucken ist den nicht. Nice. Er greift zumindest noch mal ein bisschen an. Das ist doch schon mal etwas. Boah, Friendly Fire oder was? Der da greifen die sich gegenseitig an. Und der eine ist jetzt sogar schon tot. Nice. So. Ich habe gesehen, dass man hier auch hochklettern kann. Was haben wir denn hier? Ach, hier war eigentlich nur einmal so ein Gegner. Ja gut, kein Ding. Ein starker Exalschild. Ein Exalschild aus besseren Metallen. Die Stacheln an den Seiten sollen wohl bedrohlich wirken, aber machen ihn für den Träger fast gefährlicher als für den Angreifer. Okay. Guck mal, der kann da oben weiter rumtoben. Ich für meinen Teil will jetzt erstmal den Schild haben. Glück bei der Jagd, der besonders haltbar ist er nicht. Ja, weg damit. Nehmen wir den starken Exalschild. Wo ist Wolfsling? Ist er tot? Ich glaube, Wolfsling ist tot. Kann das sein? Jo, ich glaube, Wolfsling ist tot. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so cool. So. Egal, ich werfe jetzt einfach mal den Speer in den Rücken rein, ob das was bringt. Wir werden sehen. Ich meine, getargetet hat er mich jedenfalls. Und hier ist der Exile Boomerang. Na, weißt du nicht, was hier Sache ist, oder was? Bäm, stirb. Okay, mit dem Exile Boomerang machen wir verdammt viel Schaden. Das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Aber ja, das ist in Anführungszeichen der sichere Weg hier. Weil so sicher ist er halt echt nicht. Es ist der, ich sag mal, offizielle Weg. Aber das war's dann auch. So, was haben wir denn hier hinten? Was sagt hier mein Fernglas? Sieht mir nach der Stadt der Zora aus. So, ich könnte da unten lang. Ach, wisst ihr was, diese ganzen Abseitserkundungen, das juckt mich nicht. Ich will jetzt heute mal wieder ein bisschen vorankommen. Ja? Wir haben genug erkundet. Und wir haben noch genug Erkundungen vor uns, weil bald geht es los mit den großen, ich sag mal, Zelda-Abenteuer. Ah, die habe ich schon fotografiert.
Kann ich ihn immer noch rufen? Ich teste das mal aus, Leute. Ja, aus Interesse. Ja, ich glaube, es funktioniert nicht mehr. Okay, es funktioniert also tatsächlich nur, ja, zu bestimmten Zeiten. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Hauptsache, ich konnte den euch mal zeigen. Und jetzt wissen wir ungefähr, wie das hier abläuft. So. Ah, wir wollen Schlingeling, genau, richtig. Wir könnten zwar erkunden und so, aber bald geht's halt los mit den Livestream-Erkundungen. Die werden dann natürlich auch auf YouTube hochgeladen, für diejenigen, die dann nicht beim Livestream dabei sein wollten, aber diese Erkundungspart trotzdem sehen wollen. Dann natürlich sogar mit Facecam, wie so üblich. Und ein bisschen so mit dem Livestream-Favor, sprich mit den Sub-Alerts und so weiter. Ja, vielleicht jetzt nicht jedermanns Sache, aber ich finde diese Unterteilung so gut. Und da unten ist eine Art Insel. Ich könnte da theoretisch runterjumpen, ne? Wir werden das aber mal sein lassen, weil... Naja, warum denn? Naja, warum? Ich habe doch gerade eben davon gesprochen, dass wir das im Livestream machen wollen. Dann passt das. Hallo Link! Hier bin ich, hier unten! Ja, du bist ja natürlich jetzt schön chillig im Wasser, ne? Da sehen wir ihn. Den Halunken. So nah und doch so fern. Was? Aber ich wusste, dass du diese Brücke überqueren würdest. Nicht mehr, dann kommst du zum Dorf der Zoras. Ich schwimme schon mal vor. Wir sehen uns dann im Dorf. Oh nein, Link! Von hinten kommt ein Monster auf dich zu. Pass auf! Oh, ein blauer Moblin. Okay. Das war schlecht von mir gekämpft. Das war sehr schlecht von mir gekämpft. Also wir haben schon gesehen, wir können die Angriffe von dem blocken. Und gerade als er ausgeholt hat, habe ich mir aber gedacht... Ich klatsch dich trotzdem, Kollege, ja? Ich klatsch dich trotzdem. Ich habe letztens noch im Dark Souls Stream gelernt, wie man parried, ja? Das erste Mal überhaupt seit langem habe ich nicht gelernt, auszuweichen und zu blocken, sondern wie man tatsächlich parried. Und so soll das auch weitergehen. Also. Und wir suchen den natürlich irgendwie zu umrunden. Vielleicht hier nochmal ein paar Hits zu tanken und hinter ihn und los geht's. Und dann klappt das auch. Was ist das denn für eine Waffe hier? Eine Mobkeule. Alright, die Mobkeule. Aus irgendeinem Grund lieben Moblins diese dilettantisch gefertigte Keulen aus hartem Holz. Noch ein paar Schlägen droht sie bereits auseinanderzufallen. Keine Ahnung, warum ich die aufnehmen kann. Ach stimmt, wir haben die Zora-Lanze, die haben wir jetzt weggeworfen, ne? Ich glaube, das ist der Grund, warum wir das auf einmal können. Okay. Wenn ich natürlich hin und wieder abseits irgendwas wirklich Auffälliges sehe, dann werde ich auch versuchen, das mitzunehmen. Hier wie der Stein zum Beispiel, ja. Ich habe euch ja schon mal ein paar Folgen gefragt, ja, wie sieht es bei euch aus? Nehmt ihr diese Steine dann direkt mit oder lasst ihr die liegen? Oh, verdammt. Bitte keine Geräusche machen. Upsala, das ist jetzt nicht so gut. Wenn ich da einen Gegner gehört hätte, dann... Oh, Ende im Gelände, Link. Aber hier gibt es ganz, ganz viele Pilze auf dem Pass hier. Aber es sollte nicht mehr so lange dauern, ne? Also hier sind auch nicht so viele Gegner. Ich meine, wir nähern uns ja auch dem Dorf. Die Laternen hier, die weisen uns den Weg. Ich weiß nicht, sind es Laternen? Es sind eher Lichter. Deswegen, alles gut, alles gut. Wir sollten... Sollte nicht mehr... Ach, verdammt! Ich wollte doch Bambi erschießen. Was würde ich nie tun? Oh, Bambi früher, Leute. Die Szene, als Bambis Mutter vom Jäger erschossen wurde. Ich habe da als Kind immer weinen müssen. RIP Bambi. Oh, Edelwild. Haha. Ja, Edelwild nehme ich gerne. Ich habe da aber echt immer weinen müssen als Kind. Das war... Super, 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 super traurig. Das war eine der schlimmeren Erinnerungen meiner Kindheit. Ja, Bambi. Bambi, Bambi, Bambi. Was ist das eigentlich? Duo-Exal-Lanze. Okay. Was steht denn da? Wie viel Schaden macht die? Schwertkarpfen. Süßwasserfisch, dessen Leber einen Stoff enthält, der die Muskelkraft steigert. Als Kochzutat stärkt sie die Angriffskraft. Sowas gibt's auch. Und die Duo-Exal-Lanze. Die stärkste Exalforce-Krieger verwenden diese Lanze. Es ist schwierig, damit etwas durchzustoßen, aber ihre Doppelspitzigkeit kann schwere Wunden reißen. Alright. Dann heißt also, wir nehmen die Keule hier, schmeißen die weg und nehmen dafür die Dual-Lanze, weil Lanzen sind, muss ich gestehen, meine Lieblingswaffen bis dato. Hier hätten, können wir theoretisch Rast machen. Haben wir da unten noch was? Ja, wir haben hier super, super viel, was wir machen könnten. Und da hinten ist ein Zauberer, den habe ich ja fast gar nicht gesehen.
Okay, ich habe keine Ahnung, wie man am besten gegen die Zauberer kämpft. Ach, verdammt. Ah, oh, ich komme nicht dran. Wow, war das eine Elektrowelle? Das war irgendwie so eine Elektrowelle, die abgesondert hat. Ah, ich komme nicht dran. Okay, immer in einen Schlag gelandet. Und noch ein. Die können halt schweben, das ist das Problem bei denen. 1, 2, 3. Okay. Und weg ist er. Ja, theoretisch jetzt hier wieder Zugang zu seinem Zauberstab. Habe ich da ein Foto von gemacht? Ich hatte sogar noch gar kein Foto von gemacht. Aber warte, doch, habe ich. Ich bin noch nicht nah genug dran, ich Depp. Alles gut. So, lohnt sich das überhaupt hier, diese Kisten kaputt zu machen? Ich weiß nicht, Leute, ja. Ich weiß nicht, ob es sich das lohnt. Reiseschwert. Haben wir so Reiseschwert gebraucht oder war es ein Soldatenschwert? Was haben wir nochmal gebraucht? Und was ist das hier für eine Tür? Untersuchen. Die Geschichte des Volkes der Zoras. Erster Zusatz, König Derephan entzieht einem Besucher das Gastrecht. Um das 100. Jahr der Herrschaft von König Derephan durchquert ein verirrter Wächter das Zorana-Hochland. Er drang ins Dorf ein und wütete schwer. Die Soldaten waren machtlos, ihre Speere hinterließen kaum einen Kratzer. So marschierte König Derephan bis zu den Toren des Dorfes und stellte sich dem mechanischen Biest entgegen. Mit aller Kraft packte er den Wächter und schleuderte ihn in den Abgrund. Er schlug hart auf den Felsen auf und hörte alsbald auf, sich zu bewegen. Seine Untertanen, zutiefst bewegt von diesen mutigen Taten, priesen ihren König. Die Narbe auf der des Königs Stirn erinnert noch heute an diesen denkwürdigen Tag. Noch heute? Also lebt der Typ noch, der König? Boah, ich würde den ja zu gerne mal sehen. Wer scheint denn dieser König zu sein? Naja, ja, es müsste ja logischerweise Prinz Sidons Vater sein. Ja, Prinz, der Sohn vom König, ne, obviously. Oder von der Königin, je nachdem. Dass diesen Dorephan-Namen, den sollten wir uns vielleicht merken. So, und die Lanze, oder der Exile-Bumerang ist gleich kaputt. Den können wir also nicht mehr verwenden. Vielleicht gleich nochmal ein letztes Mal auf den Gegner kloppen. Und dann passt das. Aber wir müssen jetzt gleich auch da sein. Ja, guck mal, wir sind gleich da. Es dauert nicht mehr lange. Ja. Über Ecken und Kanten sind wir jetzt hier gewandert. Nur um so weit voranzukommen. Hätte ich hier eigentlich auch einfach mit meinem Pferd entlang reiten können? Das wäre bestimmt auch gegangen. Ja, klar wäre das gegangen. Warum sollte das denn auch nicht gehen? Welchen Grund gäbe es, dass das nicht funktionieren würde? Und oh Gott. Klappt das? Oh shit, habt ihr das gerade gesehen? Das war das erste Mal, als ich die Boomerang-Funktion wirklich wahrgenommen habe. Okay. So. Billiger Moblin. Den klatschen wir. Check. Wow, nice Dodge und Rip in Pieces, Bro. Kleine Moblanze. Da habe ich sogar noch gar kein Foto von gemacht. Ab in die Sammlung mit dir. Ja, mein kleines Fotobuch. Das Bangers Fotobuch, sage ich ja nur. Okay. Gibt's hier noch mehr Gegner? Na bestimmt. Mir kann doch keiner sagen, dass das jetzt der einzige war, der einfach so random vor den Toren der Zoras platziert ist. Okay, da hinten ist natürlich noch einer. Und ein einziger von denen ist mittlerweile kein Problem mehr. Gerade weil meine Kampfkünste auch einfach stetig besser werden. Und ja, die werden stetig besser. So. Und Geronimo! Habt ihr das gerade gesehen? Der wahre Skill, Leute. Bäm! Und damit ist der Boy auch wieder besiegt. Und keine Ahnung, was dieser Leck gerade sollte. Der kam jetzt nämlich tatsächlich vom Spiel aus. Very interesting. So. Sportkröten. Und zwar eine Menge von denen. Ich meine, wenn ich die Gelegenheit habe, kleiner Bereich, dann nehme ich jetzt natürlich so viele von denen mit wie möglich. Danke dafür, ihr Sportechsen. Ihr werdet, ja, kurz und schmerzlos gegrillt. Versprochen. Und was ist das? Ein Maxi-Trüffel. Oh, sowas gibt's hier. Sollten wir natürlich direkt hier aufnehmen. Ein Maxi-Trüffel. Den gab es doch mal als Nebenaufgabenbelohnung von irgendjemandem. Ich weiß nicht mehr genau von wem, aber doch, doch. Die gab es mal als Belohnung für die Nebenaufgaben. Und oh, guckt euch das an. Das ist das Dorf der Zoras. Er sieht wirklich fantabulös aus. Fast schon gigantisch. Doch, doch. Auch hier diese Eingänge gerade. Und hier ist ein Schrein in der Nähe. Mein Schreinomat. Mein Schreinomat, der schlägt gerade aus. So, das erste Mal lang, dass ich mir wieder eine Axt habe. Seems good.
Wo könnte sich dieser Schrein befinden? Also wir sind in der richtigen Richtung. Vielleicht hier unten irgendwo. Oh ja. Yeah. Wir gehen einfach mal weiter gerade. Ist das der Schrein da vorne? Ne, das ist Pansidon. Dorf der Zoras. Doch, wir sind hier definitiv richtig. Wir sind definitiv richtig. Da ist der Schrein. Seht ihr den? Ja, da ist hinten ist der Schrein. Genau im Dorf. Oh! Ich habe auf dich gewartet, Link. Willkommen im Dorf der Zoras. Komm mit, ich stelle dich dem König vor. Hier entlang. Okay, also König Dorifan, von dem wir gerade eben auch gelesen haben. Ne, das war ja diese Inschrift da, diese Tafel. Interessant auf jeden Fall, das Dorf der Zoras. Wollen wir schon mal mit den Leuten reden? Ich glaube nicht, nee. Nee, ich glaube, das machen wir nicht. Aber wir können schon mal hier in den Schrein rein. Ja, wir gehen hier auf jeden Fall in den Schrein rein. Und oh, Krabben! Eine Ausdauerkrabbe. Habe ich die jetzt fotografieren können? Nice. Eine Ausdauerkrabbe. Wenn es regnet, zeigen sie sich in großen Mengen. Ihr robuster Körper verleiht Gerichten eine kräftige Konsistenz und lässt seine Ausdauer auffüllen. Okay, was haben wir hier? Ein Zora-Großschwert. Auch davon machen wir natürlich hier gleich mal ein Foto. Und ich brauche Platz dafür. Das heißt, wir nehmen einfach mal die Exalforce-Land... Nee, Moment. Da, den Boomerang. Und hauen ihn weg. Dafür nehmen wir hier das Zora-Großschwert. Gewaltiges Schwert aus einem besonderen Metall. Zoras bevorzugen Lanzen, aber bei Hylianern ist dieses Schwert aufgrund seiner eleganten Gestaltung sehr beliebt. Boah, Großschwerter gefallen mir bis dato hier in Breath of the Wild nicht so wirklich. Sind sehr langsam im Vergleich zu anderen Waffen. Machen natürlich auch dementsprechend Schaden, aber ich bin eher so der Fan von, ja, agilen Speeren, Lanzen. Ja? Das sind so die Sachen, die ich hier auf jeden Fall bevorzugen würde. Alright, was haben wir denn hier im Schrein? Vor allen Dingen, wie heißt der Schrein überhaupt? Was ist der Name hier von dem Schrein? Heben und senken. Neji-Yoma-Schrein. Heben und senken. Was hat es denn hier mit auf sich? Okay. Wir müssen also eine Kugel da reinbekommen. Nur wie wollen wir das Ganze bewerkstelligen? Natürlich obviously mit irgendeiner Funktion, die wir hier haben. Vielleicht das Kryo-Modul. Vielleicht eine Kombination aus mehreren Modulen. Oh. Ja, doch. Also, das Modul sollten wir hier definitiv benötigen. Das Kryo-Modul. Und damit können wir uns hier anscheinend ja auch vorarbeiten. Was wir auch definitiv machen werden. So. Ich weiß nicht, ob diese Steine hier irgendwie was mitnehmen. Klappt das überhaupt hier mit dem Laser? Ich weiß nicht. Ja doch. Also wir sind rübergekommen. Das muss ja jetzt irgendwie ausreichen. Und wir halten nochmal eine Zora-Lanze. Braucht man... Na, ich weiß... Irgendwer hat mir jetzt Angst damit gemacht. Als er sagte, ja, Ri, du brauchst die hier für die 100%, die ist aus Ananas. Ich habe keine Ahnung, deswegen nehme ich mal jetzt das Schwert, weg damit. Ich hoffe mal, dass ich das nicht benötigen werde. Und nehme die Lanze hier an mich. Oh, Mann. Ich meine, klar, ich mag die Lanze. Ihr wisst alle, dass ich die Lanze total abfeier. Aber ich hätte mir schon so ein bisschen was anderes auch noch gewünscht. Okay, wir brauchen die Kugel da oben. Wir arbeiten uns jetzt hier vor. Klar, weiter mit dem Trio-Modul. Aber auch damit sollten wir vorsichtig sein. Oh, klappt das überhaupt? Ja, das funktioniert. Okay, die Steine werden geblockt. Hm. Komm ich
darüber. So. Es scheint zu funktionieren. Ja, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Aber es scheint hier irgendwie zu klappen. Ich weiß auch gar nicht, ob das so richtig ist. Aber solange es klappt, jo, was ist das Problem? Okay. Und wir müssen jetzt die Kugel da rüber bekommen, ne? Was mit dem Magnetmodul? Nicht mit dem Magnetmodul. Nicht mit dem Magnetmodul? Dann müssen wir mal weiter unser Trio-Modul. So. Hallo. Okay, so. Und wie nehme ich die Kugel jetzt auf? Gar nicht. Gar nicht? Okay. Anscheinend nicht. Ist in Ordnung. Warte mal, ich kann die Kugel nicht bewegen. So, ich kann sie bewegen. Nee, warte mal, das war das Stasis-Modul. So, und jetzt? Kommt da noch nicht ganz raus. Ah, ich sehe, was ich da ungefähr machen muss. Muss die Kugel da oben rauf bekommen. Das heißt, wir halten mal hier kurz an. So, und jetzt müsste die Kugel jetzt da hinten rumspringen. Nicht, dass sie kaputt geht und ich hier Schaden davon kriege. Okay, wir haben sie irgendwie rüberbekommen. Ist das denn so richtig? Also jetzt rollt sie runter und da hinten müsste sie safe sein. Ja, da hinten müsste sie eigentlich safe sein. Nee, ist sie nicht. What? Muss ich... Ha, sie muss da hinten landen. Ah, ich verstehe. Okay, okay, okay. Aber wie kriege ich die da, rüber? Ja, okay, auf selben Wege wie... Ja, ja, klar, 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 kein Problem. Wait. Das heißt, wir gehen mal darüber. Leute, die ich jetzt damit auskenne, ne, die lachen sich jetzt bestimmt ins Fäustchen und denken sich so, Alter, was macht der Typ da? Aber für mich, ja, sieht das Ganze hier gerade logisch aus. Okay? Also ich finde, so ist das richtig. Oh, nein. Ah. Ah. Das ist, nein. Ah. Das ist genau da, wo es nicht landen sollte. Okay, weiter geht's. Nächster Versuch. Vielleicht jetzt mal ein bisschen mehr rustikaler Gewalt. Das scheint ja so zu funktionieren. Wait, wait, wait. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und nochmal. Bam, bam. Ah, das ist jetzt nicht ganz gerade. Na, das war nicht ganz gerade. Ich muss genau in der Mitte stehen, dass es funktioniert, so wie ich es geplant habe. Jetzt kommt nochmal das Stasis-Modul und bam, jetzt haben wir hier drauf. Ah. Okay, die Lanze zerbricht gleich, ist in Ordnung, aber die Kugel. Okay, ich glaube. Ich glaube, das ist soweit sogar richtig. So, und jetzt. Ganz leicht. Ganz leicht. Wait, wait, wait. 1, 2, 3. Okay. So, und jetzt müsste das eigentlich von sich selbst ausklappen. Das müsste jetzt eigentlich von sich selbst ausklappen. Oder bitte, sag mir, es reicht aus. Please. Nicht an die Kante da hinten knallen. Bitte. Nein. Heißt das, ich muss es hier sogar nochmal anhalten? Ich habe das Gefühl, ich muss das da oben nochmal anhalten. Ich habe so das Gefühl, ich muss das da oben nochmal anhalten. Ja, ja. Ja, Mann, Leute, der schreit, ne? Der ist nicht schwer, der ist nicht schwer. Ich stelle mich aber gerade echt an wie ein 12-Jähriger. Haha. Ne, Moment. Das heißt... Nope, und von hier kann ich nicht hochklettern. So, wait. Hey, hast du was gegen 12-Jährige? Ah! Nein, hab ich nicht.
Okay. So. So, eben hat's geklappt. Nur gehen meine Waffen hier kaputt. Das ist nicht schön. Oh, nehmen wir für eine Waffe als Alternative. Meinetwegen das Wächterschwert. Auch wenn das ziemlich geil ist. Na, ich hoffe, das reicht aus. Müsste eigentlich. Oder? Jo. No, 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 stopp, 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 stopp. Nicht weiterrollen, nicht weiterrollen, nicht weiterrollen. Okay, sehr gut. So, und jetzt? Kann ich das nicht auch so schieben? No, 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 no. Falsche Richtung, falsche Richtung. Okay, wait, wait, wait. Nicht zu schnell. Weil ich brauche das Stasis-Modul dann später. Ja, sorry, das Schwert zerbricht gleich, aber da kann ich jetzt nichts für. Mann, jetzt gehen mir auch meine ganzen Waffen hier kaputt. Das ist auch super doof. Ah, mit einem Großschwert will ich das auch nicht machen. Ich brauche irgendwas, was... Nee. Okay, okay. So, jetzt rollt die Kugel runter. Das reicht, oder? Nein, das reicht ganz knapp nicht aus. Nochmal. So, jetzt. Jetzt gibt's einen Marathon hier. Okay. Und jetzt? Drauf, was er Zeug hält. Das muss jetzt eigentlich so klappen, oder? No! No! Wisst ihr, was mein Problem ist? Oh, ja. Das natürlich auch. Mein Problem ist, die Kugel, die hängt da jetzt fest. Ja, die Kugel, die hängt da jetzt fest. Das ist das Problem. Die respawnt nicht. Die ist jetzt da hinten. Ja. Ja. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut und ciao. Haut rein. Euer Regi.